Einen Moment entschuldigen, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten. Ich möchte das sozusagen noch in meiner Vorsitzführung korrigieren. Das Abstimmungsergebnis beim Tagesordnungspunkt 8, das ich verlesen habe und das ich auch von den Schriftführern bekommen habe, was die dritte Lesung des Gesetzesentwurfs betrifft, ist ein Fehler entstanden. Es ändert nichts an Abstimmungsergebnis. Der Gesetzesantrag ist angenommen, aber ich möchte noch einmal das konkrete Ergebnis sagen. Abgegeben sind 148 Stimmen, davon 83 Ja-Stimmen, nicht 73, wie vorher erwähnt, und 65 Nein-Stimmen, nur um das auch für das Protokoll korrekt noch festzuhalten. Und dann übergebe ich nur als den nächsten Redner, Herrn Abgeordneten Harald Stephan, das Wort. Und den Vorsitzenden. Gut, danke, Herr Präsident.